Gaudia mosigitur, Jovenes dum somos. Grüß Gott. Gaudiamus igitur, das alte Studentenlied, das da heißt, lasst uns fröhlich sein, solange wir noch jung sind. Und heute fühle ich mich als Priester, der seinen 40. Geburtstag bereits auch schon gefeiert hat, wahrlich jung. Denn das Gewand, das ich trage, ist für einen Pfarrer ein wahrhafter Jungbrunnen. Denn ich trage das Gewand eines Diakons. Und Diakone sind ja in der Regel, wenn sie Priester werden, junge Männer. Und diese Dalmatik, so heißt das Gewand eines Diakons, hat eine ganz besondere Farbe. Sie ist rosa. Denn am heutigen dritten Adventssonntag sind die liturgischen Gewänder in rosa. Denn heute feiern wir einen ganz besonderen Adventssonntag. Den dritten Adventssonntag, der da lautet, Gaudete, freut euch. Wir sagen ja auch im Bayerischen, eine Mordsgaudi. Das kommt von dem Wort Gaudete, freut euch. Denn am heutigen dritten Adventssonntag heißt die Lesung aus dem Philipperbrief des Apostels Paulus, Brüder, Gaudete, freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich euch, freut euch. Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage, betend und fliehend, eure Bitten mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren. Freut euch im Herrn, denn der Herr ist nahe. Und darum ist die Farbe jetzt heute rosa, weil die Ankunft des Herrn, dass er bald nahe ist, bevorsteht und schon und so das Gold, das Weiß der liturgischen Gewänder von Weihnachten in diesem Rosa ein wenig durchschimmert. Weil normalerweise hat der Advent ja die violette Farbe. Freut euch im Herrn. Ich weiß, die Gesellschaft draußen verbindet unsere Kirche nicht gerade mit Fröhlichkeit. Die Spaßgesellschaft denkt, katholische Kirche, das ist sowas ewig Gestriges, sowas Freudloses, sowas ohne Humor. Wissen Sie, ein Grund, warum ich Priester geworden bin, weil ich kein Kind von Traurigkeit bin. Weil ich den Menschen auch durch mein Leben als Pfarrer, als Priester ein Stück Fröhlichkeit und Humor bringen möchte. Natürlich ist auch in der Kirche und in der Welt der echte Humor nicht so oft anzutreffen und man hat es dann als fröhlicher Mensch ein wenig schwer. Und darum bete ich oft und dieses Gebet lege ich Ihnen auch allen ans Herz, das Gebet des heiligen Thomas Morus, Herr, schenke mir Sinn für Humor, gib mir die Gnade, einen Scherz zu verstehen, damit ich ein wenig Glück kenne im Leben und anderen davon mitteile. Herr, schenke mir Sinn für Humor. Und diese Fröhlichkeit, diese innere Freude, diese Güte haben so viele Menschen in unserer Kirche ausgestrahlt und so viele Kinder, Frauen und Männer geben diese Freude immer noch an ihre Mitmenschen weiter. Ich denke da zum Beispiel an den heiligen Philipp Neri, den Gründer des Oratorianerordens, der in Rom lebte, der sich seinen Spaß getrieben hat mit der sogenannten vornehmen Gesellschaft in Adel und Kirche der Stadt Rom, die manchmal die Nase ein wenig zu sehr oben hatten. Ich denke da an die heiligen Päpste Johannes der 23. oder an den lachenden Papst Johannes Paul I. Ich denke da an Franz von Sales, jener Bischof, der eigentlich als junger Mensch sehr jähzornig war und der an seinem Leben in der Beziehung mit Christus gearbeitet hat und am Ende ein zutiefst fröhlicher, gütiger Bischof geworden ist. Freut euch im Herrn, denn der Herr ist nahe. In den 4 Kapiteln des Philipperbriefes taucht die Freude genau 16 Mal auf. Und wissen Sie, wo der Apostel Paulus diesen Brief geschrieben hat? Er hat ihn aus seiner Gefängniszelle heraus verfasst und in die Gemeinde nach Philippi dann schicken lassen. Im Gefängnis hat er von der Freude gesprochen. Bei der Freude im Glauben geht es nicht um die oberflächliche Spaßgesellschaft, die er eigentlich gar nicht fröhlich ist, sondern die äußere Dinge braucht, damit sie fröhlich werden. Bei der Freude im Glauben geht es
um diese innere Freude. Wenn ich Jesus Christus in das Boot meines Lebens nehme, wenn er in mir wirkt, wenn ich ihm in meinem Herzen Raum gebe, dann habe ich so diese innere Freude. Und dann kann ich diese Freude auch weitergeben an meine Mitmenschen. Denn die Freudlosigkeit, die Traurigkeit ist weit verbreitet. Und gerade in diesen Wochen und Monaten, wo wir so furchtbar heimgesucht werden in unserem Land, in unserer Welt, ist es wichtig, dass wir ein Lächeln, eine Fröhlichkeit, die uns Christus schenkt, weitergeben an unsere Mitmenschen. Ein Wort von Isaac von Stella passt im Tonfall auch zum Anliegen des Apostels Paulus im heutigen Philipperbrief, das da lautet: Lass den Sohn Gottes in dir wachsen, dass er in dir werde ein Lächeln, ein Frohlocken und eine Freude ohnegleichen, die dir niemand, aber auch wirklich niemand nehmen kann. Lassen wir uns einladen zur Freude aneinander, an unserer Gemeinschaft, an Gott selbst, und laden wir ihn durch unser Leben ein, sich an uns zu freuen. Und so segne und behüte euch an diesem dritten Adventssonntag, an dem Gaudete-Sonntag, der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Am Gaudete-Sonntag darf der Pfarrer schon noch einen Witz in der Kirche erzählen. Der Pfarrer am Ende der Heiligen Messe. Er sagt: Liebe Gemeinde, ich habe immer Wert gelegt in meiner Verkündigung, dass auch die Armen einen Platz in unserer Kirche haben. Wenn ich die heutige Kollekte mir so anschaue, dann weiß ich, die Armen sind heute wirklich in die Kirche gekommen. In diesem Sinn, liebe Freunde, bewahren Sie sich den Humor, denn die Lachfalten waren noch nie so kostbar wie in diesen Zeiten. Auf Wiedersehen.